So. Komm, hier. So. Und Doppelholz. Sehr schön. Wunderbar. So, jetzt hacken wir hier nochmal durch. Klack, klack, klack. Einmal auffüllen, bitte. Ich muss den von außen noch ordentlich zumachen. Du auch zu. Hey. Ein ordentlicher Raum. Wunderbar. So. Also hier kommen dann die Sachen durch. Ich muss jetzt gerade mal hier einen mit Hand abbauen. Ne, zwei sogar. Weil ich einfach Angst habe, dass ich jetzt aus Versehen mein Haus abreiße. Obwohl, eigentlich könnte ich auch einfach hier... das hier machen, genau. Und dann... hoffentlich... nichts weiter kaputt. Ne. Gut. Ist ja einfach der einfachere Weg. So, und hier kommt jetzt... Marble rein. Sehr schön. Ja, jetzt ist der Raum auch ordentlich. Ein weiteres Plus. Way. So. Mhm. Jetzt müssen wir da oben die Röhrchen abhauen. Erstmal die ganzen von oben. Oh Gott, ey. Wenn ich mir überlege, was da jetzt an Arbeit hintersteckt. Okay. Ja, ich habe jetzt den großen Vorteil, dass ich hier den Magnet Mode habe. So fliegt mir alles schön hinterher. Klack, 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 klack. Sehr schön. So, und theoretisch, wenn ich nicht... ich lasse es lieber noch offen. Also eigentlich könnte man das runterbauen. Also eine Leiste Marmor runterziehen. Weil eigentlich brauche ich ja nur noch die Chassis. Aber da ich mir nicht zu 100% sicher bin, lasse ich es lieber. Boah, die ganzen Schilder. Ha! Ich ja sagen, müssen Massen sein. So, Das sind jetzt nur die Sachen, die ich hier rausgefischt habe. Meine Güte. Boah, die Schilder. Eisen. ULV-Kabel, das. Ich muss dringend Ordnung in meine Pipes bringen. So. Packen wir erstmal den Cobblestone wieder weg. Brauche ich jetzt nicht mehr. Und das Holz. Holz. Hahaha. Gut, dass ich so halbwegs noch eine Orientierung habe, wo was lag. Ansonsten hätte ich nämlich ein echt übles Problem jetzt. Aber das muss ich danach sowieso alles nochmal durchgehen. Und mir einzeln angucken. Ach ja. So, dich nochmal ausgetauscht. Gott. Ich habe gerade 10 Millionen EU weggeschmissen mit einem mal kurz abbauen. Das ist natürlich echt heikel. So, du kommst da weg. Danke. Und du auch. Sehr schön. Ja, die Fackeln da oben gefallen mir sowieso nicht, aber das ist ein anderes Projekt. Gut. Ich brauche meine Logistic Pipes. Ach, das war der ganze Mist, den ich im Inventar hatte. Wo sind meine Basic Logistic Pipes? So. Reicht mir die Anzahl an Kisten? Ne, ich möchte gerne noch 2 mehr auf jeden Fall. Also das definitiv. Eine hatte ich doch noch hier, glaube ich. Eine Silberkiste, ja. Oh, das ist eine Eisenkiste gewesen? Oh, nee, dann nicht. Ich will Silberkisten. So, dafür brauche ich... nein, die hier. 1, 2, 3, 4 Silber. Und... 8 Kupfer. Und eine normale Holzkiste ist auch kein Problem. Und Glas. Sehr schön. Wie man merkt, ich fuhrwerke schon... jetzt aber nur für eine Kiste. Ja, ich brauche das Ganze natürlich doppelt. Acht. Nein. Und okay. So. Aus dem einfachen Grund, dass wir jetzt das ganze System anklemmen, möchte ich gerne von Anfang an genug Kisten haben. Wie gesagt, ich habe mir den Spaß mal ausgerechnet, das wird auch immer noch nicht reichen, so wie ich mir das vorstelle, aber es ist zumindest ein Stückchen näher dran. So, mal gucken, ob ich es diesmal richtig hingekriegt habe. Nein, natürlich nicht. So, hier ist noch viel Silber drin. Klack, klack. Gut, das Glas packe ich hier mit rein. Die Erde kommt hier rein. Obwohl ich noch nicht so ganz weiß, ob ich denn die Sortierung beibehalte oder alles umsortieren lasse. Ist ja ab da kein Problem mehr. So. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier theoretisch... Ja, sehr schön. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26 Kisten. Das heißt, wir brauchen 26 Chassis. Das heißt, wir brauchen 160, jetzt kann ich nicht mehr rechnen, 16, 32, 48, 208 Eisen. Na dann, Sebi, da hast du dir ja echt was eingebrockt. Dankeschön. 128. Na komm. Haben wir jetzt hier noch einen Stack, dann haben wir 256, dann reicht es auf jeden Fall. So. Okay. 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Raus, weg. So, tschack. MK2-Chassis, sehr schön. So, Eisen hier oben rein. Und 26 Chassis. Und das war nur der Anfang. Ich wette, das reicht von den Mats überhaupt nicht. Niemals wird es reichen. Never. Ever. Ah, verdammt. So, jetzt müsste ich aber theoretisch, wollte ich gerade sagen, die Chassis aneinander klatschen können. Alleine, wenn ich überlege, was ich jetzt noch für die Modules brauche. Boah. Übel. Ich glaube, wir vergessen es mal wieder mit den Logistic Pipes. Ich habe es mir gerade anders überlegt. Ja, die musste natürlich auch wieder weg, aber das machen wir später. Ich weiß gar nicht, ob ich an die Module jetzt so einfach rankomme hier. Komme ich? Natürlich nicht. So... Das heißt, ich werde meine Wand von außen aufreißen müssen. Achso, hier müssen wir sowieso noch was abbauen. Siehst du wohl, hat es wenigstens noch einen Sinn gehabt. Ich hätte das voll vergessen und hätte das halt die ganze Zeit doof rumgestimmt. Klick, 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 klick. Oh nee. Brauche ich jetzt für jede Zelle... nicht in der Hand halten. Für jede Zelle einzeln einmal ein vollgeladenes Teil brechen. Blöder Looseless-Modus verleitet einen ja beinahe dazu, zu sagen, ach komm, dann halt weg. Okay. Und the next one. Zum Glück habe ich hier draußen nicht so viele Zellen dran. Und fülle dich, fülle dich. Sehr schön. Und das nächste. Okay. Nicht abbauen. Genau so. Und dann müssen wir theoretisch die letzte Zelle draußen noch abnehmen. Die Kabel wegmachen und das kurz ausstopfen. Das ist hier auch schon mal alles erledigt. Klack, klack. Klack, klack. Achso, okay, komm. Ist egal. Chuck, chuck, chuck. So. Ich weiß, dass ich gerade Erde weggepackt habe, aber ist egal. 1, 2, 3, 4. So sieht man wenigstens ein bisschen mehr vom Teich. So. Ah, ich hätte nur 3 gebraucht, okay. So. Ja, wie lange nehme ich denn jetzt auf? 40 Minuten. 40 Minuten und ich habe gerade mal die Chassis dran und habe gerade über 200 Eisen verbraucht. Super! Yippie! Gut. Ich werde mich jetzt in eine kleine Aufnahmepause stürzen und ein bisschen was futtern. Und danach machen wir dann direkt weiter, ihr wisst ja Bescheid. Bis dann! So, und da sind wir auch schon wieder. Für euch sind jetzt so 0,1 Sekunden vergangen und für mich 4 Stunden. Nachdem ich jetzt gekocht habe und mir noch schön ein Fläschchen Milch an den Rechner stelle, machen wir weiter. Und zwar als erstes mal mit Trick 17. So. Da wir genug 10 haben, blöderweise ist das Zeug nicht stackbar. Das ist echt ein bisschen, naja. Oh Mann. Kohle, habe ich da Holz? Ja. Ich kann gerade sagen, wenn da keine Holzkohle drin ist, wäre das natürlich äußerst sinnvoll. So. Und zwar lasse ich jetzt schön ein bisschen Eisen herstellen. Ich brauche jetzt nämlich 52 eiserne Zahnräder. Ja, 52. Ich freue mich. Ich habe schon mal geguckt, was wir brauchen. So, theoretisch müsste jetzt hier oben einfach Stück für Stück mehr die Eimer durchschmelzen. Optimal. Ist zwar etwas getrickst, aber was soll's. Ist eine Spielmechanik. It's not a bug, it's a feature. Ne? So, mal gucken, wie viel Eisen ich da rauskriege. Für 52 Zahnräder. Na, wer möchte rechnen? Genau. Viel zu viel. Wieder 208. Ich gehe brechen. Aber gut, was soll man machen? Hm. Baue ich die jetzt ab schon? Achso, ich kann euch in der Zeit erzählen, was ich machen will. Und zwar kommen hier jeweils ein Passive Supplier und ein Item-Sync-Modul rein. Hat den Hintergrund, dass wir quasi zuordnen können, welche Items wo rein sollen. Und ich habe jetzt noch 2 Kisten mehr. Ich weiß noch nicht so ganz, wofür ich die benutze. Bin ich mir noch unschlüssig. Also die hier wird auf jeden Fall die Default Route werden. Und die Passive Supplier sind halt dafür da, dass wir es nachher an irgendeiner Kiste abgrabbeln können. Alles, was hier so im System hockt. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal die hier weghacken. Genau, und die Pipes hier auch wegnehmen. So, das ganze Brot, was ich hier hergestellt habe. Meine Güte. So, so. Wie weit bist du? Oh, der arbeitet flott. Aber von 200 Eisen sind wir noch weit entfernt. Ich würde sagen, wir stellen einfach schon mal die normalen Zahnräder her. Ach komm. Wir haben so viel Holz. So viel Holz. Aber wir haben auch noch einen Rubberwood. Das heißt, ich kann noch massenweise... Machen wir mal aus dem Holz Sticks. Das wird jetzt lustig. Wenn ich übertreibe, dann richtig. So, komm hier. So und so. Oh ja, ich glaube... doch, das reicht schon mehr als aus. Holen wir uns mal 64 Zahnräder. Sehr gut. Und der Rest wandert in die Kisten, was ich ja jetzt leider von Hand machen muss. Hier. Na, doch Sticks sollten jetzt definitiv kein Problem darstellen mehr. Sehr gut. So, und dann brauchen wir 4 Sticks Cobblestone. Achso, das ist jetzt die zweite Kiste. Um uns daraus 64 Steinzahnräder zu machen. So, da werden wir jetzt einfach mal direkt genau, für 52 Eisenzahnräder. Oh Gott. Oh, du bist schneller als gedacht. Hätte ich ja echt, also ich hätte jetzt mit mehr Zeit gerechnet, so. So, so. Mehr Eimer. Auch ein ganz schön fieser Trick, oder? Mit den Eimern. meine gut, wenigstens steht mir dadurch keine Höhlentour mehr bevor. Bei meinem Glück wäre ich eh wieder gestorben. Ich glaube, ich möchte ein Brot essen. So. Klack. Ja, sieht besser aus. Mann, was kann man denn in der Zeit machen? Ich könnte mir schon mal das System für unten ausdenken. So, ich würde sagen 1, 2, 3, 4, 5 Maseratoren. Reicht das? Reichen uns 5? Weil theoretisch brauchen wir jetzt nicht mehr wirklich viele. Wir müssen die allerdings schneller machen. Und zwar wesentlich schneller, damit wirklich alles immer schön gleichmäßig durchballern kann. Und wir am Ende dann nur einen Kupferstaub, nur einen Zinnstaub, Eisen gibt es ja sowieso nur eins, Silber und Gold bekommen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wenn wir jetzt in jedes so ein 8er Upgrade-Modul packen, bräuchten wir 40 Upgrade-Module. Was natürlich auch überhaupt nicht teuer ist. Aber ich habe es ja von Anfang an gesagt. Okay, das heißt, wir bräuchten 40 Schaltkreise, 80 Kabel und... Oh mein Gott, 120 komprimierte Wasserzellen. Okay, also erstmal werde ich mir dann für den Kompressor hier spontan... Nur eine? Achso, die anderen waren hier oben wieder drin, oder? Ja. So, jetzt kommt in den Kompressor... Jetzt mal 9 rein. Dann ist er zwar etwas langsamer, aber spielt ja auch keine große Rolle. So, das heißt, wie viele Zellen habe ich denn noch? Ja, perfekt. Dann gehen wir mal Wasser holen und jetzt... Achso, vorher befülle ich nochmal den Ofen. Mit Eimern. So. Oh Mann, das wird jetzt sehr witzig. Das ist der Grund... Oh nein. Ach Mann. Das wollte ich doch nicht. Hier müsste das sein. Ne, eins daneben. Hier. Sehr gut. Ja, das ist der Grund, warum man sowas eigentlich offscreen macht, so eine Monsterumbauten. Weil es einfach total spannend ist. Ich meine, ihr könnt mir jetzt hier zugucken, wie ich Wasser einsammle, ja? Und danach Wasserzellen her. Oh, Entschuldigung. Ich wollte nicht so viel Lärm machen. Hallo? Na, 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 na. Total spannende Aktion, oder? Das Problem ist, ich muss mich darauf konzentrieren, die richtigen Felder zu treffen dabei. Und ja, es ist effektiver als so, weil so kann ich hier nicht ständig klicken. So könnte ich zwar mich weniger bewegen, aber es würde auch langsamer sein. So, müssen wir 120 Wasserzellen komprimieren. Oh mein Gott. Wenigstens hatte ich vorher die Baumfarbe schon am Laufen. Dadurch müssten wir genug Rubber herstellen können. Hoffe ich zumindest. Ja doch, also es war mehr als ein Stack, also das sollte nicht das Problem sein. Es sind ja dann 3 Stacks... Fertiges Gummi. Juhu! So, mal schnell hier. Kleinen Augenblick. Was schon witzig. So Daueraufnahmen. Schon immer eine ganz andere Herausforderung. So. Wie viel Eisen haben wir denn jetzt? Ah, immer noch nicht wirklich genug. Na komm, hier. Den Rest an Eimern. Ah, kein Platz mehr. Oh, habe ich auch noch einen weggeschmissen. Ja, kommt ja alles wieder. So. Okay. Dann werden wir jetzt mal nach hinten gehen und kurz Rubberzeug holen. Boah, das ist eine Materialschlacht. Das gibt's ja gar nicht. Sticky Resin. Ja, über 2 Stacks. Das ist okay. Dann nehmen wir die Sache nochmal aus dem Kompressor raus, schmeißen die hier rein und lassen ihn Resin herstellen. Oh Gott. Ja, das sieht doch gut aus. So, dann nehmen wir auch jetzt, wenn wir das schon machen, dann gleich richtig. 3 Stacks Kupfer. Und ich habe keinen Platz für 3 Stacks Kupfer. Ach, wie schön. Diese blöden Eimer, ey. Das ist echt ein absoluter Vorteil, dass die jetzt deckbar sind in der 1.3.2er Version. Weil das ist ja richtig nervig hier. So, Kupfer. Machen wir erstmal 32. So, wie weit bist du? Perfekt. Perfekt. Ja, okay. Kabeltechnisch sollte das in Ordnung gehen. Was hatte ich gesagt? Die Kabel. Die Kabel. Wie viele Module brauchte ich? 40. Erstmal. Ach, was mache ich denn hier? So. Okay. Overclocker. Achso, ich brauche noch 40 Chipsätze. Das wird viel lustiger. Das sind jetzt 20. Machen wir mal hier unten die 40 voll. Boah. Ja, ich sag ja, Materialschlacht, absolut. Dafür brauche ich dann noch mehr Eisen. Oh Gott, ich habe ja aber zum Glück noch ein bisschen Refined Iron hier. Dritte? Ach ne, oben. Ha. Bin ich jetzt doof? So. So, unser Redstone können wir dann auch gleich mitnehmen. Oh Gott, dann brauche ich mehr Redstone. Also werde ich wohl doch an meine eisernen Reserven gehen müssen. So, 20 haben wir schon mal. 26. Okay, damit haben wir schon mal 31 Stück. Und langsam geht uns leider auch etwas aus, was wir wiederherstellen können, glücklicherweise. Refined Iron runter. Also ihr seht, es gibt eine Menge zu tun. So, so, so und so. Ja, ich habe gerade haufenweise Juju-Meter verballert. Aber es dient ja alles einem guten Zweck. Dann noch die Eimer hier oben rein. Nochmal Eisen rausgefischt. Nochmal Gummi. Brauchen wir auf jeden Fall. Das heißt, wir brauchen noch mehr Kabel. Ach, ist das toll. Wir brauchen noch so viel mehr Kabel, das kann sich ja kein Mensch vorstellen. So, wie viel hat es nur hier noch drin? Jetzt kommen. Mal die gleich mal einen vollen Stack wieder rein. So, 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 so und so. Das ist echt, das sieht total verschwenderisch in meinen Augen aus, aber gut. Was will man machen? Erfüllt ja alles in gewisser Hinsicht seinen Zweck. Okay. Wie viel brauchen wir jetzt noch? 9. Ah. So. Die Kabel brauchen wir auch gleich noch. Oh Gott, wir brauchen noch. Ja, das mit dem Redstone war gerade wirklich eine gute Idee. So. 40 Schaltkreise. Und das wird jetzt eine richtig spannende Aktion hier. Oh mein Gott. So, du kommst raus, ihr beiden kommt rein. Das Problem ist auch, dass man die Kühlzellen ja so überhaupt nicht stacken kann. Nein, 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 nicht in den... Oh, ich bin ein Idiot. ja komm, dann mache ich mir jetzt 2 Eisblöcke draus, so. Können wir es nicht benutzen. Das muss ja alles über den Extractor gemacht werden. Hätte ich ja gleich alles drin lassen können. Na. So. Wasserzellen. Aber es ist relativ schnell. So. Packen wir die einfach mal kurz hier rein. Haben wir jetzt alles die Chipsätze. Die Kabel, reichen die aus? Ja, reichen sie. Okay. Und jetzt haufen wir die Zellen und um die hinzukriegen, werde ich jetzt erstmal das ganze restliche Zeug hier wieder ablegen. Achso, vielleicht kann ich vorher nochmal gucken, hier wenigstens noch ein Lapo auszutauschen. So. Okay. Hier ist auch kein Platz mehr drin. Ja gut, hinkommen. Wie viel Eisen haben wir jetzt eigentlich? Reicht das schon? Das sind 128. Ne, reicht nicht ganz. Aber fast. Ha. Fangen wir nämlich einfach damit an. Jetzt sind wir schon mal das Eisen los. So. ...56... So. Ach ne, 52. Ach, ist ja jetzt auch egal. 52 eiserne Zahnräder. Ein Traum. So kann man richtig Eisen verpulvern. So, nochmal rein, die Chipsätze. Kabel, Kabel. Okay, und die anderen Sachen schmeißen wir jetzt einfach mal kurz hier rein. Die Wasserzellen vielleicht nicht gerade. Aber die Solarzellen können hier noch mit rein. Das kommt in die Ladestation. Ah, Fackeln schmeißen wir auch kurz hier rein. So. Jetzt habe ich jetzt erstmal genug Wasserzellen ab. Ja, ich würde sagen, das ist die sinnvollste Variante. Oh mein Gott. Ich meine, es ist schon schön, dass es relativ schnell geht, aber eigentlich müsste man das automatisch craften lassen. Davon will ich jetzt ernsthaft 120 Stück herstellen. Ich bin doch bescheuert. So. Jetzt so. Übrigens hatte es wirklich einen Sinn, dass ich das Rotten Flash da drin hatte. Jetzt nur gerade nicht mehr. So, nein, du bleibst hier. Alles, was in der Bench dran ist, kommt hier runter. Ach ja, ach ja, ach ja. So. So. Naja, wenigstens ein bisschen schneller. Oh, Moment. 4 Stück lasse ich mir mal hier drin. Die brauche ich noch. Also jetzt nicht für jetzt, sondern für unser armes AKW, weil die 4 müssten eigentlich durch sein. So, dann machen wir mal das Inventar voll. Spannung! Yay! Ich muss ja sagen, also wir sind ja schon echt ein ganzes Stückchen weitergekommen. Ist ja inzwischen gut was passiert hier. Also wenn ich so an die Anfänge denke, wirklich mit kleiner Hütte und so, ist ja, haben wir schon einen ordentlichen Fortschritt gelandet inzwischen. So. Okay. Dann einmal rüber. Einfüllen. Klack. Ach, er nimmt sie komplett raus. Schade, schade, schade. Das wäre natürlich jetzt die optimale Lösung gewesen, wenn er mir das letzte übrig lässt, wie bei allen anderen Rezepten auch. Aber das mag er wohl nicht. Klack. Geht aber trotzdem schneller, als alle einzeln zu klicken. So.